Okay Leute, da wären wir wieder zu einem weiteren Video und heute gibt es mal wieder etwas Spezielles und zwar möchte ich über Craft Attack 4 reden. Ich habe ja schon mal so ein Video über Craft Attack 3 gemacht, nachdem es vorbei war und ja, da habe ich quasi nochmal so alles zusammengefasst, was die Teilnehmer so im Einzelnen gemacht haben. Und das Ganze ist jetzt schon über ein Jahr her, dieses erste Video und das war ja auch tatsächlich das erste Video in dieser Playlist hier von diesen besonderen Videos, die so eben sich wirklich mal von den ganzen anderen Gaming-Videos abheben. Ups, ja. Und auf jeden Fall fand ich das eigentlich immer eine ganz coole Sache. Ich habe auch letztes Mal echt hier sehr viel erzählt und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier, ja, aussehen wird. Also wie lange das Video heute auch geht und so, ne. Es gibt zu Craft Attack 4 sicherlich nicht so viel zu erzählen wie zu Craft Attack 3. Ich fand Craft Attack 3 nach wie vor ist einfach die bessere Staffel. Weil bei Staffel 4 hat man sehr gemerkt, dass es eben ja auch tatsächlich so in Richtung Roleplay sich entwickelt hat, sehr stark der Trend. Und das Projekt war auch tatsächlich nicht so lang, keine Ahnung. Also irgendwie, Craft Attack 3 lief ja wirklich eigentlich von November 2015 bis, ja, kann man sagen, Mai 2016 ziemlich aktiv. Und ja, bei Craft Attack 4 war das dann schon, also ging es auch von November 2016 los, aber das ging eben nur bis Februar 2017 aktiv und dann war halt schon wieder alles vorbei, ne? Das werden wir uns gleich hier nochmal angucken und ja, ich fand auch Craft Attack 4 allgemein jetzt nicht so geil wie Craft Attack 3, weil, keine Ahnung, es hat irgendwie so ein bisschen was gefehlt, also irgendwie war es nicht so gut und das Roleplay hat auch irgendwie gar nicht dahin gepasst und ich hoffe, dass Craft Attack 5 wieder mehr wie die dritte Staffel wird. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Und naja, wir können ja am Ende nochmal ein bisschen darüber reden. Jetzt geht's erstmal los hier mit Craft Attack 4. Also der erste Teilnehmer war JB, beziehungsweise es war ja eigentlich auch der Projektleiter. Und der hat tatsächlich nochmal gesagt, okay, ich leite das Projekt nochmal, obwohl bei Craft Attack 3 man schon gemerkt hat, dass er irgendwie keine richtige Lust mehr hat. Da hat er dann doch nochmal geguckt, okay, ich würde das Projekt nochmal leiten. Allerdings hat er auch Halbzwilling da so ein bisschen eingeklinkt, der ja dann auch die ganzen Commands gemacht hat, ne. Und Halbzwilling war auch am Anfang von Craft Attack 4 sehr aktiv und hat eben da wirklich sich total reingehängt, ne. Im Gegensatz zu Craft Attack 3, wo er ja nur sehr sporadisch und auch relativ spät erst als zugekommen ist und so, ne. Und ja. Auf jeden Fall, JB hat nur 3 Folgen aufgenommen und das sogar noch vor dem Projektstart eigentlich. Also die erste Aufnahme war ja am 31.10.2016, ne? Also einen Tag hier davor. Und ja, an dem Tag sind alle Folgen von JB entstanden. Also danach hat er nichts mehr gemacht. Er war dann nochmal online, stimmt, und zwar in einem Stream am 5.11. oder am 6., ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann seine letzte Aktivität, also er war eine Woche dabei, kann man sagen, und keine Ahnung, Spielzeit vielleicht 4 Stunden und das war's. Ja, und keine Ahnung, ich fand das auf jeden Fall ziemlich scheiße, dass er dann nichts gesagt hat, null, wirklich nicht auf Twitter, nirgendwo hat er irgendwas dazu verlauten lassen. Es war ihm scheißegal und das fand ich halt auch richtig scheiße, dieses Verhalten. Und im Endeffekt hing dann auch wieder alles an Halbzwilling, was so das Projekt anging, also die Leitung und so weiter. Und das fand ich halt auch blöd. Und naja, irgendwie JB hat sich wirklich da blöd verhalten. Er hätte das irgendwie kommunizieren müssen. Er hätte irgendwie sagen müssen von vornherein, okay, ich habe jetzt nicht so viel Lust darauf, ich mache jetzt einfach nicht mit. Vor allem hat er vorher auch sowieso irgendwann schon mal gesagt, dass er keine Videos mehr machen möchte und so weiter. Beziehungsweise keine Gaming-Videos mehr. Und keine Ahnung. Und danach kam auch nichts mehr auf seinem YouTube-Kanal, also das ist einfach alles eingeschlafen komplett. Auf Twitch macht er kaum noch was. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung, ja. Ja, ich habe den eigentlich früher immer mal gerne geguckt, aber so mittlerweile finde ich das wirklich nicht mehr schön. Warum man einfach so sich verhält, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, Halbzwilling habe ich schon gesagt, er hat sich halt sehr reingehängt in die Commands und so weiter. Und ja, hat am Anfang sehr viele coole Vlog-mäßige Kurzfilme gemacht. Das fand ich auch cool. Aber dann hat er irgendwann gesagt, so, das wird zu viel Arbeit und er muss mehr ja, Arbeit in sein Abi stecken oder in seine Schule noch. Und da hat er dann eben aufgehört. Und hat dann eben ein bisschen
weniger Asthma gemacht und dann ist das Ganze eigentlich auch schon wieder eingeschlafen. Und er war dann noch bei der Rebellion am Anfang, hat da noch so ein Tutorial gemacht und so, aber war dann auch schnell wieder weg vom Fenster und hat dann eben 13 Folgen hinterlassen. Und ja, dann kommen wir zu Gamers Time, der hat sich auf jeden Fall immer sehr reingehängt in das Projekt. Fand ich auch am Anfang echt cool, also ich fand seine Folgen am Anfang sehr wie in Craftech 3 und das hat mir eigentlich sehr gefallen, immer diese Laberfolgen und so weiter. Fand ich eigentlich nicht schlecht, ne? Und ich habe mir, glaube auch alle angeguckt, oder ja, nicht unbedingt, doch, ich glaube, ich habe alle angeguckt tatsächlich. Aber halt immer so mit 1,5-facher Geschwindigkeit einmal und dann auch mit Skippen zwischendurch. Also ich habe die nicht komplett geguckt, so 20 Minuten oder so, sondern ich habe im Endeffekt so, keine Ahnung, 5 bis 8 Minuten nur für eine Folge immer gebraucht. Und das habe ich tatsächlich auch bei den meisten ja, Mitspielern so gemacht. Ja, aber bei Gamers Time, ich fand das echt cool, als er da immer diese Videos gemacht hat und so. Und er hat auch ziemlich lange durchgehalten. Hat ja noch viel bei der Rebellion dann auch gebaut und so, als das Roleplay vorbei war. 114 Folgen hat er gemacht. Er wollte ja, glaube ich, noch ein bisschen länger machen. Hat dann aber doch irgendwie schon aufgehört. Und fand ich dann auch ein bisschen schade, weil, keine Ahnung, ist irgendwie dann nicht so geil gewesen. Aber, naja, er hat schon mal wesentlich mehr Folgen gemacht als. Na gut, eigentlich wollte er noch mehr machen. Ich glaube, er wollte noch viel, viel mehr Videos machen. Er hat zwischendurch auch immer mal so sein Konzept geändert. So, ja, jetzt mache ich das so und so und jetzt mit Schnitt und jetzt ohne Schnitt und keine Ahnung. Da war immer mal was anders. Und ja, so am Ende hin hat es mir auch nicht mehr so gefallen. Aber am Anfang fand ich es eigentlich echt cool. Und ja, auch am Ende ein paar Themenfolgen fand ich natürlich auch noch cool. Aber da war mir irgendwie das Ganze zu wild und zu komisch immer. Und mal sehen, wie es bei Craftech 5 wird, da bin ich ja auch mal gespannt. Und ob das Ganze dann wieder länger geht. Also Craftech 3 zum Beispiel ging ja bis Juli noch, ne? Und hier ging es halt nur bis März. Ja, ist dann natürlich dann auch ein großer Unterschied. Trotzdem hat er in Craftech 3, gut, er hat 177 Folgen, glaube ich, gemacht. Oder 176. Und da hat er natürlich auch nicht so viel mehr gemacht. Also er hätte wahrscheinlich, wenn er täglich bis Juli noch was gebracht hätte hier, hätte er über 200 Folgen gehabt oder 230 oder sowas. Und da hätte er nochmal wesentlich mehr als in Craftech 3 gehabt. Aber naja, das Ganze schläft dann eben immer ein und ist dann eben immer ein bisschen ja, schnell zu Ende. Auf jeden Fall Revi, kommen wir mal dazu. Der hat auf jeden Fall in Craftech 4 wieder richtig seine Craft Attack Sucht entdeckt, ne? Und im Gegensatz zu Craftech 3 wieder richtig viele Videos gemacht, jeden Tag, ne? Und da richtig Gas gegeben. Am Anfang haben die mir eigentlich auch noch ganz gut gefallen. Da hat das Roleplay noch nicht so überwogen. Da ging es noch ein bisschen mehr so um die ganz normalen Streitereien und Trolls und so weiter, ne? Wie es in Craftech 3 war, das gute alte Zeug. Aber dann ist das Roleplay einfach so eskaliert und das war sicherlich auch sehr spontan, aber ich fand es dann blöd, dass sie dann nur noch Roleplay gemacht haben und nur noch Rebellion und keine Ahnung, das war irgendwie viel zu viel. Und ja. Keine Ahnung, also das hat mich dann echt ein bisschen gestört. Ich glaube, das ging ja mit der Rebellion schon im Dezember los. Ja, und keine Ahnung, ich fand das irgendwie nicht so geil. Also ich hätte es dann besser gefunden, wenn es wie Craftech 3 so ein bisschen abgelaufen wäre. Aber da hat Herr Revi auch sehr wenig nur gemacht und von daher, naja. Ich fand es so schon gar nicht mal so schlecht, aber ja, irgendwie war es jetzt auch nicht das Beste. Also ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er 85 Folgen gemacht, war eine gute Zahl auf jeden Fall, ne? Also da hat er definitiv mehr gemacht als so manch andere. Und das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass er in einer Staffel nochmal so viel macht. Also in Craftech 1 hat er über 100 gehabt, in Craftech 2 auch. Und dann in Craftech 3 so wenig. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, das hat sich jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und er macht jetzt nur noch wenig Folgen. Und dann kam aber doch nochmal so viel zustande. Ja, aber im Endeffekt war es dann eben auch nur durch das Roleplay und naja, ist im Endeffekt auch nicht so krass gewesen. Also ich weiß nicht, ich fand das Roleplay da auch noch relativ schwach. Es war nicht so durchgeplant wie in Empire und nicht so ausgeklügelt auch, weißt du? Es war einfach so lasch, keine Ahnung, so daher an den Haaren herbeigezogen manchmal und vor allem auch oft wiederholend, also repetitiv. Und ja, irgendwie fand ich das dann nicht so das Gelbe vom Ei. Auf jeden Fall ging es dann noch weiter mit Petrit. Der hat auch 92 Folgen gemacht. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist doch so viel. Also in Craftech 3 hat er ja nur ein paar 30 gemacht. Da war das Roleplay auch noch nicht so krass. Beziehungsweise eigentlich noch gar nicht.
Da waren halt nur die Trolls und so weiter. Und Petrits Kanal lebt ja eigentlich davon, dass er sich mit Revi streitet, gell? Und ja, ich fand's aber doch ganz cool, dass er dann noch so viel gemacht hat. Auch mit Roleplay, ein paar Folgen ohne Roleplay, ich weiß es gar nicht mehr, wie genau das war. Aber ich fand, er hat dann auch ein bisschen übertrieben, so mit dem Roleplay. Also da war natürlich dieser Hype-Train, ne, und alles sind aufgesprungen und wollten unbedingt Klicks und alles mitnehmen, ne, und ja, keine Ahnung, da hat er natürlich auch mitgemacht. 92 Folgen. Und ja, Craftech 4 war ja auch die längste Staffel von Petrit, also in Staffel 3 hatte er, glaube ich, nur 38 Folgen. In Staffel 2 hatte er 54 oder sowas in der Richtung. Nee, Quatsch, 84. Und in Staffel 1 waren es 67 oder so. Also hier hat er dann doch noch am meisten gemacht. Hätte ich ja auch nicht gedacht, tatsächlich, wie bei Revi, dass er noch so viel macht. Aber gut. Ja, dann Early Boy hätte ich gedacht auch, dass er am Ende noch viel, viel mehr macht. Er hat ja nach dem Roleplay angekündigt, nach dem Ende, dass er noch ja, ziemlich lange das weitermachen will. Und auch mit Facecam und so weiter. Aber leider hat er das dann nicht umgesetzt, tatsächlich. Er hat aber auch viel beim Roleplay dazu beigetragen, also hat er irgendwie so ein Plugin da geschrieben für den Enderdrachen und so weiter. Und ja, dann hat er aber auch, wie in Craftech 3 ähnlich, angekündigt, dass er da noch was Spezielles vorhat mit der Staffel und tatsächlich nochmal richtig die Pläne hat. Und ja, dann ist es leider nicht umgesetzt worden, was auch ein bisschen Basti verschuldet war. Der hat nämlich sein Haus irgendwie gesprengt in seiner letzten Folge von Early Boy. Und hat er dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Und das fand ich auch scheiße, weil hätte er da Basti nicht dabei gehabt und der ihn nicht so geärgert, dann wäre das tatsächlich anders gekommen wahrscheinlich. Und ja, keine Ahnung, ich hätte es cool gefunden, wenn er noch weitergemacht hätte, aber dann war ja auch schon Empire da und keine Ahnung. Und wahrscheinlich ist es deswegen dann auch so gewesen, dass Early Boy nochmal so eine Abschlussfolge brauchte und die das dann so geplant hatten, ne, das nochmal zu sprengen und so weiter und keine Ahnung, ne. Aber ich fand es trotzdem nicht so eine coole Aktion, dass das dann so geendet hat, weil das war irgendwie so scheiße, weißt du, so deprimierend, so dass nochmal alles zerstört wird und dass er dann keinen Bock mehr hat, irgendwie ist das ein blödes Ende. Und ja, dann Sander, der hat ja auch irgendwie dann am Ende ziemlich wenig gemacht. Also ja, bei ihm habe ich mich auch so gewundert, das war auch so ein Kandidat, wo ich mir dachte, yo, dass der nochmal mitmacht in Craft Attack hätte ich nicht gedacht, weil der hatte vorher schon so gesagt, ja, ich werde weniger solche Projekte machen und so. Hat er nach Novus schon gesagt und dann hat er eben doch wieder mitgemacht und da habe ich auch so gedacht, yo, okay, mal sehen, was das so wird, aber ich glaube irgendwie, dass er gar nicht so lange das machen wird. Und dann hat er aber so das richtig lange durchgezogen und richtig viele Videos gemacht und auch immer schöne Themenfolgen und so weiter, ne, und das fand ich eigentlich dann echt cool. Und ja, irgendwie hat er dann auch so ein bisschen geschnitten immer die Folgen, also es hat sich dann gut entwickelt und später war es dann aber leider so, dass er eben wieder keine Motivation mehr gehabt hätte und ja, dann eben auch wegen dem Roleplay wahrscheinlich nicht mehr so viel Lust hatte oder keine Ahnung und sich das Ganze dann schon wieder gegessen hat und dann hat er wieder mal zum 100.000. Mal seinen Kanal geändert und sein Konzept überarbeitet und gesagt, ja, ich mache jetzt keine Projekte mehr und mal wieder, ne, so alles umgekrempelt, keine Ahnung. Also das fand ich dann auch ein bisschen blöd. Auf jeden Fall sind da bei 61 Folgen rumgekommen. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie es in Craftech 3 war. Wie viele Folgen waren es denn da? Ich glaube, da waren es 74, ne? Und in Craftech 2, bei Zander, da waren es ja nur 17. Und in Craftech 1, 47. Also es war so eine gute Mitte, ne? Und, ja, keine Ahnung. Also, ich fand es eigentlich jetzt nicht schlecht, die Folgen. Also, die waren eigentlich immer ganz gut. Und, ja. Ansonsten kommen wir zu Klim. Der ist natürlich so ein bisschen das Highlight von Craftech, weil der immer so viele Videos macht. Und immer das Ganze bis zum Ende auskostet. Also der hat noch bis Oktober, glaube, oder bis September auf jeden Fall noch Videos dazu gemacht. Und eigentlich nur 117 auch, weil seine 100. Folge immer noch nicht kam. Und er hat dann immer so 99,1 bis 99,18 gemacht, ne? Und ja, da fehlt eben noch eine zur 118. Und naja, auf jeden Fall war er bis zum Ende aktiv, ähnlich wie in Craftech 3 und 2 und 1 auch. Also er macht das immer bis zum Ende, kostet das komplett aus und hat auch nochmal sein Riesenprojekt umgesetzt, obwohl er schon ganz alleine auf dem Server gespielt hat, nur noch, oder fast ganz alleine. Und ja, da war ja dieser Wassertempel da, dieses Mammutprojekt, und da hat er auch viel gestreamt, viele Timelapses gemacht, viel Offscreen,
Und das fand ich echt krass, dass er das noch so durchgezogen hat. Neben Empire, ne? Also kein anderer würde neben Empire noch Craft Attack weiterbringen. Also, ne? Das war dann schon sehr was Besonderes. Und da habe ich mich echt gefreut, dass er immer weiter Folgen gebracht hat, ne? Immer schön auch vorproduziert hat und so weiter. Falls er mal weg war und so. Und auch tatsächlich, ja, dann bis zum Ende immer noch schön gebaut hat und viele Ideen umgesetzt hat. Also das fand ich echt nicht schlecht und ja, irgendwie war das eine coole Zeit. Und ich habe mich immer gefreut über die Folgen. Das war ganz schön, vor allem kein anderer hat mehr was hochgeladen, da konnte man schön die Folgen gucken. Da hat man immer schön gesehen nochmal, ach ja, das Craft Attack, das gute alte, und da passiert noch was und so. Also das fand ich nicht schlecht, ne, dass da noch Aktivität gezeigt wurde. Und ja, ansonsten Sinus, kommen wir mal weiter. Und zwar, das hier war, ja, also der hat ja auch eigentlich wieder das gleiche fast gebaut wie in allen anderen Projekten. Also so ein Steampunk-Style und keine Ahnung, ich finde das mittlerweile ein bisschen langweilig, dann irgendwie immer das gleiche zu bauen. Also irgendwie alle seine Häuser sehen relativ gleich aus und ich finde das eigentlich mittlerweile ein bisschen unangebracht und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er dann mal was anderes baut. Und ansonsten, ja, ich fand das jetzt halt auch nicht so geil, was er dann am Ende gemacht hat. Und zwar, er war dann auch sehr viel beim Roleplay aktiv, was ich gar nicht gedacht hätte von ihm. Ich dachte eher, dass er wie Klim da etwas sich zurückhält und so. Ja, aber er hat dann eben sehr viel da mitgemacht. Und dann eben, als das Roleplay vorbei war, hat er auch gesagt, yo, ich mach weiter. Hier wird auf jeden Fall noch viel gebaut nebenbei, auch obwohl Minecraft Sky läuft und so. Und dann ist nichts passiert, ja. Er hat so viel noch aufgezählt in seiner Folge, was er vorhat und was er machen will. Und das wäre auch alles richtig geil geworden, aber er hat nichts gemacht. Nichts. Es ist bei 96 Folgen geblieben und das hat mich auch wieder so enttäuscht. Wenn YouTuber in ihrer Folge nochmal ankündigen, sie machen richtig viel noch und dann kommt nichts. Andere machen so, die bringen noch eine Folge, sagen zwar nicht, dass es vorbei ist, und dann ist es aber vorbei. Und das ist auch scheiße, aber wenn man dann nochmal so viel ankündigt, dann sollte man es auch wirklich mal durchziehen. Ja, zumindest nochmal 10 Folgen machen, weißt du, man kann ja testen und gucken. Und wenn man dann sagt, nee, ich will es jetzt nicht mehr machen, dann ist es halt so. Oder die anderen Projekte sind wichtiger oder so, dann kann man das ja alles kommunizieren, aber doch bitte nicht so. Also eine ordentliche Abschlussfolge, das wünscht man sich wirklich mal. Und das machen die wenigsten YouTuber. Ja, und das ist so nervig jedes Mal. Und ja, bei Eve war es eigentlich dann wesentlich besser. Die hat dann nämlich so eine Abschlussfolge gemacht und eigentlich ist für mich das immer am besten. Weil ich finde es immer dämlich von allen YouTubern, die immer solche Abschlussfolgen nicht machen. Ich weiß nicht, ich hasse sowas. Und das stört mich immer wieder und das habe ich auch so oft schon angekündigt und angesprochen. Und ja, keine Ahnung. Bei Eve war es dann so, sie hat das Ganze auch sehr lange durchgezogen, hat am Anfang viel mit den anderen halt immer aufgenommen, viel gestreamt, war ziemlich aktiv auf jeden Fall, auch mit Spark hat zum Beispiel viel gemacht. Und am Ende war sie dann eben wieder sehr inaktiv, als es dann auch in der Rebellion war, weil sie dann eben aus privaten Gründen nicht konnte und so. Und dann hat sie eben das ganze Roleplay eigentlich verpasst und hat dann nochmal so ein Infovideo gemacht und nochmal einen Stream und so weiter, ne? Und ja, das Ganze war dann aber für sie dann schon so ein bisschen der Abschluss davon. Und ja, es hat ihr wahrscheinlich dann auch nicht mehr Spaß gemacht, weil keiner mehr aktiv war. Das war, glaube ich, so der Grund. Und sie hat es dann aber ordentlich gesagt in dem letzten Video und das fand ich auch gut so. Und naja, auf jeden Fall, was kann man noch so sagen zu Eve? Sie war ja wieder ziemlich aktiv. Ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal so in einem Minecraft-Projekt mitmacht, weil sie vorher irgendwie so die ganze Zeit da keinen Bock mehr drauf hatte. Also es war bei mehreren so in CraftTech 4, dass sie sich so verhalten haben. Und ja, ich fand es aber ganz cool, dass sie dann eben dabei war. Und dann kommen wir mal zu Spark of Phoenix. Also ich muss sagen, bei Spark, da kann ich eigentlich nochmal ein bisschen weiter ausholen. Da habe ich die ersten Folgen echt ultra gerne geguckt. Der hat ja von Anfang an gleich jeden Tag eine Folge gebracht, ne? Wie die meisten anderen eigentlich auch. Aber in CraftTech 3 hat er halt das erst nach anderthalb Monaten ungefähr begonnen, jeden Tag zu bringen. Und hier hat er das eben von Anfang an gemacht. Er hat also richtig viel gebracht, so auch viel gestreamt und so weiter. Und immer, ja, jeden Tag halt eine Folge, dann oft Doppelfolgen.
Und keine Ahnung, da ging es halt richtig zur Sache. Und das fand ich echt cool. Und auch als Varo dann lief, hat er trotzdem immer weitergemacht. Und da kamen zwar dann immer so 4 Videos am Tag, aber ich fand das eigentlich echt cool, dass er dann eben so viel gemacht hat und hab das echt genossen. Ja, war eigentlich nicht schlecht. Aber er hat dann eben auch, ja, schon relativ früh, als dann Minecraft Sky halt losging, was ich auch blöd fand, als Sky dann Craftex so abgelöst hat, da hat er dann halt gesagt, ja, ich mache jetzt hier weniger. Und er hat dann nochmal so tröpfchenweise was gebracht, aber er hatte auch noch viele Ziele und ich hätte mir gewünscht, dass er das noch umsetzt. Und das ging dann so immer langsamer voran. Dann hat er auch gesagt, nee, das mache ich dann doch nicht und da habe ich keine Lust und jetzt habe ich keine Idee mehr und keine Ahnung. Dann hat er nochmal so ein bisschen was gemacht, als die 1.12 rauskam mit Terrakotta-Blöcken. Dann war irgendwie wieder so 2 Monate Pause. Dann hat er nochmal Papageien gesucht und dann war, glaube ich, nochmal 2 Monate Pause und dann hat er so die letzte Folge gebracht. Aber ich fand es gut, dass er in der letzten Folge auch nochmal einerseits den Widder getötet hat, so als Abschluss, und andererseits eben auch nochmal gesagt hat, das ist meine letzte Folge. Aber ich hätte mir zum einen gewünscht, dass er halt über 100 Folgen bringt und zum anderen, dass er halt nicht so selten dann die Folgen bringt, sondern ein bisschen öfter. Vor allem während Minecraft Sky nochmal und dann eben auch entsprechend seine Ziele noch umsetzt und ne, also das hätte ich mir schon noch gewünscht. Das Grundstück sah dann noch relativ wüst aus, da hatte er eigentlich vor, das noch anders zu gestalten, aber war dann eben leider nicht so. Und naja, aber ich fand es im Endeffekt immer noch besser als bei Craftec 3, wo er im Endeffekt gar nichts gesagt hat in der letzten Folge. Da hat das ganz offen gelassen und da habe ich dann so die ganze Zeit gebettelt in den Kommentaren, ja, bring doch nochmal und bring doch nochmal. Er hat nichts gemacht und bei Craftec 4 war es dann schon ein bisschen besser. Und ich habe mir auch so gefreut zwischendurch, als die 2 Monate Pause waren und das kam dann nochmal. Da habe ich mich so gefreut und keine Ahnung, das war so richtig geil. Das war so im April und das fand ich gut, ja. Aber leider hat sich's dann eben doch wieder erledigt. Und da war ich dann wieder ein bisschen, das war, fand ich wieder ein bisschen blöd. So vorher, bevor diese 2 Monate Pause waren und er dann auch relativ wenig gesagt hat, dass es zu Ende ist. Da habe ich noch so gedacht, okay, ist jetzt nicht so schlimm, aber als er dann wieder angefangen hat und angekündigt hat, es geht weiter, und dann doch wieder eingeschlafen ist, das fand ich dann wieder blöd. Aber na gut, es war halt so und ich finde es auch schade. Aber naja, was soll man machen, ne? Ansonsten, Basti zockt. Ja, was kann ich dazu sagen? Der hat ja auch viel gemacht eigentlich. Ist auch so am Ende des Roleplays dann ja zum Ende gekommen. Er hat dann gesagt, yo, eine Folge mache ich noch. Und zwar die 100. Und die will ich dann mit Eve machen, das große Picknick und keine Ahnung. Das hat dann aber nie stattgefunden, weil sich's irgendwie nicht ergeben hat. Fand ich auch schade. Da hat dann Craft ja keinen richtigen Abschluss gehabt. Und das war so ungefähr im, boah, ich weiß nicht, im Februar muss das gewesen sein. Oder im März, da wollte er das dann noch machen, aber hat er dann eben nicht. Und das Besondere war, er hat im September nochmal 2 Folgen hochgeladen von Craft Attack. Die waren zwar nur relativ kurz, aber da hat er nochmal so die Welt sich angeguckt und das fand ich auch ganz cool. Bis Mitte September hat er dann noch ja, die Folgen gebracht und die zähle ich natürlich ja auch mit, weil es sind ja offiziell nochmal Folgen gewesen. Und ja, deswegen 101 Folgen dann, ne? Zwar nicht die 100. Folge, die er versprochen hatte, aber dafür nochmal eine kleine Fortführung oder nochmal so ein kleines Erinnerungsvideo sozusagen. Ja, dann bei Louis, der hat ja eigentlich auch sehr viel mit Roleplay gemacht. Bei ihm ist auch so ein bisschen der Kanal dann durch die Decke geschossen durch Craft Attack 4. Er war vorher relativ, ja, unbekannt, sag ich mal, und hat auch relativ lange, glaube ich, wenig Minecraft gezockt. Und durch Craft Attack 4 ist das dann alles wieder so ein bisschen gehypt und da hat er auch wieder richtig Bock gehabt und ja, hat dann eben auch das Roleplay durchgezogen. Bis dann später Kingdom kam, ne? Das hat das dann abgelöst und dann halt auch wieder Empire. Und naja, 74 Folgen, okay, kann man machen, ne? Und ja, er hat aber auch gesagt, er wollte nochmal eventuell ein paar Folgen bringen. Aber er hat so gesagt, ja, wahrscheinlich eher weniger. Und naja, da kann ich dann schon verstehen, dass er dann eben nichts mehr gebracht hat. Und naja. So, also zu Balui werde ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich habe den jetzt nicht so krass verfolgt, weil er halt auch oft die Folgen von den anderen einfach mit hochgeladen hat und ja, keine Ahnung, hat man sich dann nicht immer angeguckt. Ja, oh, hab ich viel geredet, ey. Auf jeden Fall Kunga war ja dann noch dabei, ne? Da kann man vielleicht auch noch was sagen. Der hat auch 2 Monate gespielt, ziemlich aktiv.
Hat ja mal mit meinem Nulzen gestreamt, ne, über Gaming Maniacs, und ich weiß gar nicht, ich war ja vorher noch in einem Projekt drin. Ich glaube nicht, der hat dann auch wieder so richtig angefangen mit CraftTech 4. Und der Kanal ist auch so richtig geboomt wieder, so richtig viele Klicks und so, ne, es lief richtig bei ihm. Aber dann, so Ende Dezember, hat er dann eben aufgehört zu streamen und da aktiv zu sein. Hat nur noch mal ein paar Folgen so vorproduziert über Silvester und so. Und ja, das war's dann eben. Und am 1.1. kam die letzte Folge, die 39. Und ohne Thumbnail auch, ne? Und naja, leider hat er dann eben auch nicht mehr viel gemacht. Obwohl er war dann, glaube ich, im Januar nochmal online, stimmt, aber nur im Stream. Aber Folgen hat er nicht mehr gebracht. Fand ich auch schade, weil eigentlich hätte ich das cool gefunden. Und eigentlich hat er auch so gesagt, ja, ich will noch viel machen und will noch Folgen bringen. Ist im Endeffekt immer so. Und dann hören sie alle auf, wisst ihr? Er hat aber auch nicht so wie sich beim Roleplay eingemischt so viel, sondern hat eher so ein paar andere Sachen gemacht, und ich fand es jetzt eigentlich nicht schlecht, was er so für Folgen gemacht hat, ne? Die waren eigentlich alle recht cool. Und ja, 39 Stück. Kann man noch irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Ja, aber es war halt auch wieder so, ne? Er wollte noch mehr machen, hat's dann aber nicht, und ist halt auch schade. Naja. Dann bei Skate. Da kann man vielleicht was sagen. Der war ja der, der in CraftTech 3 die meisten Folgen hatte. Tatsächlich. Und er hat ja in CraftTech 3 so richtig lange gezockt und richtig viel. Und hat das überhaupt nicht aufgegeben, das Projekt, ne? Ähnlich wie Klim. Aber er hat in CraftTech 4 das irgendwie dann alles ganz anders gemacht. Am Anfang kam es noch ziemlich aktiv und hat er auch wieder richtig Bock gehabt, wie am Anfang von CraftTech 3. Aber ich glaube, weil er noch so lange CraftTech 3 gezockt hat und die Pause noch nicht so groß war, hatte er, glaube ich, noch nicht so viele Ideen oder so richtig viel Lust auf das Projekt. Und irgendwie hat er dann so nach relativ kurzer Zeit schon gesagt, ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel Bock drauf. Und er hatte auch so viele andere Projekte, und deswegen hat er dann eben wieder relativ schnell aufgehört tatsächlich. Hat auch beim Roleplay nur wenig mitgemacht, jetzt echt nicht viel oder so. Und nach 42 Folgen war dann Schluss. Später hat er nochmal am 26.03. eine Folge mit Klim hochgeladen. Das war sozusagen sein Abschluss. Dann nochmal so nach Ewigkeiten so ein Comeback und damit auch das Ende. Ja, aber eigentlich hat er da so gesagt, ja, vielleicht macht er nochmal ein paar Folgen davon. Und das hätte ich mir eigentlich auch so gewünscht, aber leider war das eben nicht so. Er hat ja auch seinen Kanal so komplett umgekrempelt. Er hat ja dann, keine Ahnung, übelst wenig Videos gemacht ab Januar 2017 und One Minute Minecraft die ganze Zeit und sowas. Und das fand ich auch ganz lustig. Und selbst ich habe ja mal vor, One Minute Minecraft zu machen später. Aber dazu jetzt noch nicht so viel. Das werde ich später nochmal ansprechen, ne? Und ja. Auf jeden Fall fand ich es eben ein bisschen komisch. Ich denke mal, bei CraftTech 5 wird er wieder aktiver sein und auch mehr streamen und so. Hat er ja auch ein bisschen wenig gemacht. Und ich glaube, er hat auch so wenig gemacht, weil ihm seine Gegend nicht so gefallen hat, wo er gebaut hat. Er hat so im Schneebiom was gemacht und ist dann nochmal umgezogen irgendwie, weil er keine Lust mehr hatte. Und dann hat er irgendwie deshalb keine Lust mehr gehabt und bla bla bla, keine Ahnung. Auf jeden Fall Weiß. Das ist der nächste Kandidat. Der hat ja schon nach CraftTech 3 gesagt, glaube ich, ja, ich habe nicht mehr so viel Lust oder so, oder ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht mal unbedingt, aber nach Novus hat man schon gemerkt, dass er irgendwie, obwohl Novus hat er auch lange gemacht. Also ich weiß es nicht. Bei Weiß, da wollte er eigentlich so richtig loslegen. Da wollte viel mehr machen als in CraftTech 3. Und ja, wie ist es dann geworden? Es war relativ rar. Er hat dann doch, ja, irgendwann gesagt, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll oder so auch, war das glaube, ne? Er hatte, glaube, wenig Ideen. Und, ja, keine Ahnung. Es hat sich irgendwie so ganz komisch entwickelt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er keine Zeit hatte oder so. Aber auf jeden Fall hat er dann im Januar auch schon wieder aufgehört, nachdem er noch dieses hässliche Redstone-Konstrukt da, das einen halben Server irgendwie eingenommen hatte, hingebaut hat. Da haben sich ja alle drüber aufgeregt dann. Und dann war er halt inaktiv, ne? Aber so an sich, sein Grundstück sah ja erstmal ganz gut aus von der Idee her. Also das fand ich jetzt nicht schlecht. Aber sonst, ja, die Aktivität halt, die war nicht so unbedingt gegeben. So, ich guck mal gerade hier. Oh, ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf, ey, das ist nicht wahr. Ja, dann Dena. Hätte ich ja nicht gedacht, dass er überhaupt mitmacht. Fand ich eigentlich cool. Hat aber am Anfang auch relativ schnell dann wieder aufgehört und war dann erst am Ende wieder mit dem Roleplay dabei. Und das fand ich auch blöd. Das fand ich blöd. Weil, keine Ahnung, ich hätte es halt besser gefunden, wenn er
ja, nochmal was gemacht hätte, so ein bisschen mehr. Er war ja auch so am Anfang erst auf seinem alten Kanal noch aktiv, dann hat er seinen Gaming-Kanal erstellt, gab es viele Umbrüche und er war ja dann auch inaktiv wegen Varo. Das war auch so ein Punkt. Also Dener ist richtig wirklich wegen Varo inaktiv gewesen. Das fand ich auch blöd. Also da hätte ich mir gewünscht, dass er eben wirklich einfach zwischendurch auch trotzdem noch was hochlädt, nebenbei. Und das fand ich ein bisschen scheiße. Und dann halt nur wegen Roleplay und Klicks und so wieder einzusteigen, das fand ich auch blöd. Ja, das Kollektiv, was das dann war und keine Ahnung. Ähnlich war es bei Veni, der hat auch wegen Varo dann einfach aufgehört mit Craft Attack. Ja. Und bei Veni hätte ich auch gar nicht, ja, wie gesagt, gedacht, dass er nochmal mitmacht, weil bei Craft Attack 3 hat er irgendwie auch so relativ wenig Motivation am Ende gehabt. Und hier halt auch dann so. Da hat er dann einfach gar nichts mehr gemacht. Er hat so einen fetten Baum zwar gebaut am Anfang, viel gestreamt, aber dann Varo und dann war gar nichts mehr. Fand ich auch sehr scheiße. Und er war auch nicht lange aktiv, er ist noch im Dezember ausgestiegen irgendwie. Da war noch so eine Weihnachtsfolge dann und ja, das war's dann. Oder so eine Adventsfolge halt. Ja, und ne, dann hat er so Tschüss gesagt schon und ja, fand ich irgendwie ein bisschen doof. Naja, aber was soll man machen? Ich fand, ja, Veni habe ich jetzt auch nicht so aktiv geguckt. Dena eigentlich auch nicht so, aber ich fand halt deren Verhalten so ein bisschen komisch. Also, ja, dann auch so, das so gleich wieder so hinzuschmeißen und keine Ahnung, dass das einem so egal dann ist, das finde ich irgendwie mal ein bisschen doof, ne? Bei anderen ist es dann nicht so, die haben dann vielleicht begründet keine Motivation oder so, aber dass man das einfach so hinwirft, das weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Auf jeden Fall Rotpilz, der hat eigentlich auch relativ lange, war noch aktiv. Der hat immer viel gebaut und so, hat er glaube auch relativ wenig Zeit, deswegen kam er selten Folgen. Und deswegen war er auch beim Roleplay nicht so dabei. Aber er hat am Ende auch nochmal so Hide and Seek gemacht und sowas. Und immer mit Petrit dann auch aufgenommen, ne? Stimmt, das weiß ich noch. Und am Anfang hat er auch mehr gemacht und viel geschnitten. Und dann ging es wieder so ein bisschen zurück und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dadurch, dass er beim Roleplay nicht so aktiv war, hat er auch nicht so viele Folgen zusammengekriegt und ja, ich fand es aber eigentlich nicht so schlimm. Also bei Rotpilz, das war eigentlich noch ganz gut. Ein bisschen mehr Folgen hätte ich mir noch gewünscht, so am Ende hin. Er hat auch wenig dann so Let's Show-Folgen gemacht, die er sonst immer gemacht hatte, auch in Craft Attack 3. Fand ich dann ein bisschen doof, aber naja. Bei Rotpilz fand ich es jetzt nicht so schlimm. Er hat es zumindest nicht so hingeschmissen wie Veni oder Dener. Ne? Der hat dann zumindest noch immer mal was gemacht und war noch weiterhin dabei, aber er wurde ja auch mal geprankt, ne? Und dazu kommen wir gleich. Aber ja, trotzdem, also keine Ahnung, Rotpilz, ich fand das ein bisschen komisch, aber er auch, ist erst später eingestiegen hier, ne, am 5.11. statt am 1. Naja, gut, war aber dann auch wahrscheinlich nicht so geplant, keine Ahnung. Also irgendwie, naja, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. Dann kommen wir mal zu Manuzen, also Wolfins. Da gibt's ja einiges zu erzählen. Bei ihm hätte ich am wenigsten gedacht, dass er bei Craft Tech 4 mitmacht, muss ich sagen. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr für möglich gehalten. Weil er war ja bei Broken Thumbs dabei, ne? Und Broken Thumbs haben eben schon im Juni, warte mal, wie war denn das? Also ich muss es weiter ausholen. Das war Juli 2000, nee, August 2015. Nach Varo und dieser komischen Map, die Broken Thumbs nochmal hochgeladen hatten. Da haben sie dann nämlich aufgehört mit Minecraft erstmal für 4 Monate. Dann haben sie wieder angefangen, obwohl sie eigentlich keinen Bock mehr hatten. Die haben aber dann so eine Retro-Woche gemacht und irgendwie hat sich's dann ergeben, dass sie dann im Januar 2016 wieder so richtig viel gezockt haben. Und zwar auch nachdem Revi nochmal mit ihnen aufgenommen hatte, Master Builders. Da haben sie dann so richtig viel Master Builders und Minigames hochgeladen und diesen Minecraft 365 gestartet, was eigentlich 2016 die ganze Zeit laufen sollte. Und da sind sie ja dann zwischendurch in Craft Tech 3 reingekommen, so Ende Januar 2016. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, keine Ahnung, dann haben sie halt immer da gezockt, ne? Und dann haben sie aber eben aufgehört, auf YouTube Minecraft zu bringen. Und nur noch auf Twitch das gemacht. Und das dann aber auch nur noch bis März. Und hätte ich aber auch nicht von Manuel gedacht, dass er dann nochmal was macht, weil ich dachte dann so, ab März war dann eben wieder Ende, ne? Aber ja, er hat dann irgendwie ab Juni oder so bis August so eine Minecraft-Show moderiert auf Twitch von der ESL.
Und dann ist er eben im November bei Craftech dabei gewesen, tatsächlich. Und das fand ich eigentlich cool, so bei Gaming Maniacs war er ja immer. Und da hat er mal mit Kunga eben, ja, Livestreams gemacht und dann eben auch immer im Livestream aufgenommen und das dann hochgeladen. Und das fand ich eigentlich echt cool, so die Folgen. Die habe ich immer mal gerne angeguckt. Am Anfang hat er relativ wenig hochgeladen, dann kamen so irgendwie in einer Woche kamen so ganz viele Videos auf einmal, wo er ganz viele Leute geprankt hat. Erst Thunder, dann irgendwie Rotpilz noch. Oder nee, Rotpilz war im Stream oder so, ich weiß es nicht mehr. Nee, der Rotpilz war mit Gamers Time. Stimmt. Das war nur in Gamers Times Folge und da waren sie nämlich in ihrem 24-Stunden-Stream und. Ach, keine Ahnung, da gab es auf jeden Fall viel Action. Und dann hat er auch Zander gestreamt, getrollt, hab ich ja schon gesagt, ne? Und Revi, stimmt, hatte die Brücke gesprengt. Ja, das war schon eine lustige Zeit und ich hätte nicht gedacht, dass er das nochmal macht, weil ich fand's auch echt cool, weil mir hat Craftech 2 damals bei Broken Sums so gut gefallen, dass da jeden Tag eine Folge kam und so. Das fand ich echt geil und das hat mich wieder so ein bisschen daran erinnert, einfach. Diese, auch wenn er nur 9 Folgen gemacht hat, aber trotzdem, es war irgendwie wieder dieses alte Feeling da. Und vielleicht gucke ich mir die auch nochmal an, ne? Aber ich denke mal, dass er höchstwahrscheinlich nicht mehr in Craftech 5 dabei ist, weil er jetzt so lange kein Minecraft mehr irgendwie gespielt hat oder so. Also am 10.01. war das letzte Mal online auf Craftech 4 und danach hat er nichts mehr mit Minecraft irgendwann gespielt. Oder Minecraft Legend nochmal? Aber wenn dann auch nur Januar 2016. Er hat sich ja dann auch mit G-Time gestritten und alles und dann gab es so richtig Auseinandersetzungen und Freundschaftskündigungen und was weiß ich. Das war dann alles sehr, sehr unschön. Und ich glaube, dass er dann leider nicht mehr bei Craftech 5 dabei sein wird. Finde ich schade, weil er hat halt immer ziemlich lustige Videos gemacht immer. Also ich habe Minecraft bei ihm immer gerne geguckt eigentlich. Aber, naja, ist dann eben leider Gottes eingeschlafen. Und, naja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es auf seinem Hauptkanal hochlädt, Minecraft, so. Aber gut, ich fand es eigentlich nicht schlecht, so. Naja. Okay, kommen wir mal weiter zu der nächsten Person. Und zwar Gomme HD. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass sie im Januar nochmal 2 Leute hinzufügen zu Craftech 4. Aber haben sie eben gemacht. Und vor allem mit Gomme und Debitor hätte ich nicht gerechnet. Also, keine Ahnung. Ja, das war so richtig überraschend, ne? Dass die dann nochmal angefangen haben. Aber eben auch wirklich nur Roleplay. Und das hat mich auch wieder gestört. Ich hätte es cooler gefunden, wenn die dann eben auch mal im Vorhinein nochmal bei den normalen Folgen dabei gewesen wären. Aber waren sie eben leider nicht. Die waren dann eben wirklich nur bei diesen 2 letzten, oder bei dieser letzten Zeit dann in der Rebellion, wo es so richtig abging, dabei und haben mitgewirkt. Oder bei dieser, wie hieß das? Nicht Allianz, sondern Kollektiv, genau. Ja, und keine Ahnung. Irgendwie war das dann auch nicht mehr das Wahre. Also, für mich waren das keine wirklichen Teilnehmer von Craftech 4 irgendwie. Ja, die beiden, weil, keine Ahnung, die waren halt nur so schmückendes Beiwerk oder so, weißt du, so. Ach, ich weiß auch nicht. Das war ganz komisch. Die haben ja auch mit denen irgendwie dann so immer abwechselnd hochgeladen oder so, ne? Und, ja, weiß ich nicht, das war irgendwie ganz komisch. Ja, aber ich hätte mir das anders gewünscht, dass sie eben eher dabei sind. Und bei Debitor hätte ich auch nicht gedacht, dass er nochmal mitmacht. Der hat ja bei Craftech 2 schon gesagt, dass er nicht mehr mitmachen wird. Da hat er dann nur so wenig Folgen gemacht und dann so, ja, ich werde nicht mehr mitmachen. Dann Craftech 3 hat er nur mitgemacht, weil er die 1.9 mal testen wollte. Hat aber auch, war auch ziemlich aktiv, bis Folge 30, ne? Und dann Craftech 4 halt nur Roleplay halt. Aber ich hätte es halt besser gefunden, wenn er dann entsprechend schon was anderes davor gemacht hätte. Aber ist ja auch egal, ne? Bei Gomme hätte ich eh nicht gedacht, dass er da mitmacht, also keine Ahnung. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der war ja noch nie da irgendwo in Erwähnung oder so. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, das war sehr überraschend. Der hatte dann eigentlich in vielen Projekten mitgemacht, ne? In Sky, in Empire. Und das ging dann schon ab, ne? Und in Novus war er auch dabei, stimmt. Der war ja auch in Novus. Ah, da hat er auch nur 5 Folgen gemacht oder so. Oder nee, ich glaube, da war gar nicht ein Novus. Oder? Da müsste ich direkt mal gucken, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, auf jeden Fall fand ich auch blöd, dass er dann eben nur so wenig gemacht hat, bla bla, ne? Könnte ich noch 10-mal sagen. Aber ja. Ich würde sagen, ich beende das Video hier. Ich habe wieder sehr lange geredet.
wieder jetzt 40 Minuten. Ich habe eigentlich gehofft, dass es nur 20 werden, aber leider nicht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder bei CraftTech 5. Mal sehen, wie viel es da zu reden gibt. Irgendwie, ich verhasse mich oder ich verzettle mich dann immer und rede so viel. Aber es gibt doch so viel zu erzählen und keine Ahnung, ist echt krass. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.